Hallo Freunde, vielen Dank fürs Anklicken und willkommen zurück bei Let's Play Empyrion. Okay, in der letzten Folge haben wir es geschafft, die Basis endlich mal ein kleines bisschen zu befestigen. Ich habe nochmal hinten dran ein paar Lampen angebracht und habe sogar herausgefunden, dass man die Farbe der Lampen ändern kann, was ich ziemlich cool finde. Ganz einfach über P bzw. diese gesamte Steuerkonsole der kompletten Basiseinrichtung. Und da können wir ja sowieso die Kanonen anwählen und auch die Lichter und dort dann ganz cool die Farbe und auch sogar die Intensität ändern. Habe ich bis jetzt aber erstmal noch nicht großartig weitergemacht. Wir müssen die Basis dann nochmal umbenennen. Jetzt ist es Nacht. In der letzten Folge haben wir ganz am Ende nochmal eine Nachricht bekommen, dass wir von zwei Drohnen angegriffen werden. Hat sich herausgestellt, dass es letzten Endes wieder dieselbe Angriffsroute war wie das allererste Mal, was ich auch nicht aufgenommen hatte. Da habe ich nur zwischendrin mal so ein bisschen offscreen quasi ausprobiert. Und sie kommen genau hier, ist jetzt natürlich bei der Dunkelheit schwer zu sehen, aber genau hier über die Berge aus dieser Route quasi. Moment, wenn man sehen, aus dieser Route kommen die. Ja. Und unpraktischerweise sind die beiden Geschütze, die wir hingestellt haben, komplett nutzlos dafür. Das heißt, die zielen zwar da hoch, aber sie können nicht schießen, weil wir haben ja schon gesehen, wenn wir drin sitzen und wir zielen zu weit nach oben, dann ist da außerhalb, also quasi außerhalb des Bereichs steht da irgendwie oder derzeit blockiert oder sonst irgendwas. Jedenfalls können sie nicht so hoch schießen. Heißt, mit anderen Worten, wir müssen noch ein bisschen weiter entfernt, da hinten irgendwo, ein Geschütz hinstellen. Nichtsdestotrotz, jetzt sind wir an der Reihe mit dem Bauplan, den wir vorhin schon beendet hatten, beziehungsweise der sich dann jetzt endlich geendet hat. Und zwar von dieser kleinen, also jedenfalls relativ kleinen, anmutenden Starterbasis, die wir haben. Wenn ich jetzt auf Objekt erzeugen gehe, dann sehen wir, boom, das ist schon ein ganz schöner Koloss. Da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht so hundertprozentig sicher, ob das jetzt Sinn macht, den hier hinzustellen oder ob ich den eher noch weiter da oben hinpacken würde. Oder, ach, ich habe noch eine viel bessere Idee. Was wäre denn, wenn wir die ganz einfach mitnehmen und hier oben hinpacken? Hier irgendwo. Wollen wir ein Eisenerz lagern? Hier wäre doch optimal. Da kommen auch öfter mal Drohnen vorbei. Da haben wir mal schön was zum Wegrotzen. Und dann sind wir hier. Hier ist übrigens so eine kleine Trennwand quasi. Da wird ist wie die Naht des ganzen, ganzen Planetenoberfläche. Als ob der Planet so eine Hülle hat, die nur so ach, scheiß drauf. Ihr wisst, was ich meine. Ja, da ist jedenfalls die Naht. Wenn man durchgeht, dann lädt er ja nochmal neu die ganzen Strukturen, die ganzen Texturen. Aber ich würde sagen, wir machen das wirklich. Wir lassen die Basis hier unten ganz einfach so als Starterbasis für uns selber. Als das, was wir geschaffen haben. Können die eigentlich auch mal benennen, oder? Die nennen wir Ende der Fahnenstange. So. Passt. Wunderbar. Machen wir das so. Machen wir so, wir nehmen die Basis mit und jetzt kümmern wir uns mal um die... Um den hier. Da habe ich Bock drauf. Weil der auch schon cool... Na, boah, eine Stunde, Level 15 haben wir sowieso nicht. Wir sind, glaube ich, Level 14. Den hätte ich auch ganz gerne. Aus Star Wars und Tank. Und, was auch noch sehr geil ist, natürlich der Millennium-Falke. Der darf nicht fehlen. Haben wir mit dabei. Wenn wir auch nehmen, ist alles erst ab Level 15 dann... Starterwässer, ja, die könnten wir auch nehmen. Die sieht ehrlich gesagt ein bisschen designtechnisch ein bisschen ins Klo gegriffen aus. Dann nehmen wir die. Komm, die ist cool. In Fabrik, den haben wir. Keine Ahnung, ob der auch wirklich fährt am Ende. So wie es sein soll, aber... Ah, siehst, die Eisenbarren und das Silizium, alles was wir noch zu viel reingemacht hatten bei dem vorigen Bauplan, haben wir jetzt schon in der Fabrik quasi gespeichert, um es in den nächsten Bauplan gleich reinzunehmen. Finde ich gut. Das heißt, wir brauchen noch ungefähr... 107 Eisenbarren. Zack, zack. Wunderbar. Produktion starten. Optimal. 19 Minuten haben wir Zeit. Werde ich jetzt aber nicht die ganze Zeit zusehen dabei. Ich werde es auf jeden Fall mal machen, dass ich noch ein Geschütz weiter hinten hinbaue. Das können wir gerade mal noch zusammen machen. Nehmen wir ein ganz normales Kanonengeschütz, würde ich auch erstmal sagen, oder? Plasmageschütz wäre gleich ein bisschen Overkill. Beim Flakgeschütz weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also jedenfalls, das normale Kanonengeschütz hat auch auf die Drohnen gezielt. Also bin ich mir fast sicher, dass das ausreichen würde, wenn wir das ein bisschen erhöht hinstellen, sodass es letzten Endes genug Überblick hat. Deswegen machen wir das. Also Raketenwerfer wäre auch cool. Vielleicht bei den Drohnen aber nicht so praktisch, wenn die Raketen am Ende vorbeifliegen, weil die Drohne ständig in Bewegung ist, hat es auch gar keinen Sinn. Das ist natürlich jetzt die Frage, was machen wir mit der Verbindung? Weil wenn wir jetzt hier hinten, sagen wir mal, da zum Beispiel, wenn wir da jetzt so eine kleine, ja, so einen Sockel hinbauen irgendwie und da dann die Kanone drauf machen, dann ist der Sockel ja nicht mit der restlichen Basis verbunden. Das heißt,
Er hat auch wahrscheinlich keine Verbindung zu dem Munitionsdepot. Können wir damit Aushilfe schaffen, wenn wir einen einfachen Übergang schaffen? Also reicht es, wenn ich jetzt hier hinten... Ach so, das reicht vielleicht nicht unbedingt. Aber wenn ich ganz einfach einen Steg dahin baue, müsste doch nicht gehen, oder? Guck mal, ich könnte doch jetzt zum Beispiel einfach sagen, okay. So, dümm-dümm. Dümm-dümm-dümm. Zum Beispiel... Wie? Weiter geht nicht? Hallo? Bis hier. Da, da. Huch. So, so. So, machen wir jetzt 4x4. Jo, kriegen wir das hin. Ich brauche noch so. Halt. Was ist denn 4x4? Ich erkenne es kaum, Alter. Wenn es so dunkel ist. Man könnte... Man würde eigentlich 3x3 oben drauf machen. Bäh. Hilfe! Ich sehe einen Scheiß gerade. Ich rate jetzt einfach nur. So, so, so. So, das müsste doch jetzt eigentlich dann gehen, oder? Kacke, jetzt habe ich die Zeit nicht genommen. Jetzt weiß ich nicht, wie lange ich aufnehme. Egal. Ich mache es jetzt so, ich baue mal das Geschütz hin. Baue noch eine O2-Station. Und dann sehen wir mal weiter. Dann machen wir mal, dann machen wir noch irgendwas. Ah, wahrscheinlich die Hover-Vessel, dass wir dann loslegen können und uns woanders ansiedeln. Also, bis dann. Okay, also. Soweit hat alles funktioniert. Der Geschützturm steht. Ich habe es verbunden direkt, halt, wie man schon gesehen hat, mit der restlichen Basis. Es funktioniert auch alles wunderbar. Die Munition wird hinten auch angezeigt, aufgenommen. Klasse, wir schauen mal. Hoffentlich reicht das vom Schussradius, dass dann hier die Drohnen, die über diesen Gebirgskamm kommen über diesen Gebirgskamm rüberkommen, auch mit erfasst werden und dann automatisch vom Himmel geholt werden. Nicht, dass sie uns hier die Basis zerschroten, während wir nicht da sind. Das wäre extrem schade. Des Weiteren, O2-Station ist natürlich jetzt am Start. Wunderbare Sache. Funktioniert auch klasse. Ich habe gleich einen großen Tank mit dazu gemacht. Da haben wir ein bisschen mehr Platz für Sauerstoffflaschen, weil auch das sind ehrlich gesagt nicht allzu viele. Und hier relativ easy, funktioniert auch super. Ganz einfach über F. Zack, kann man damit den Sauerstoff auffüllen. Und der nimmt auch nur so viel, glaube ich mal, aus den Flaschen, wie nötig ist. Dass man nicht, naja, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Jedenfalls funktioniert's. Hier in der Basis funktioniert's gut. Ich wollte mir jetzt eigentlich noch einen für unterwegs basteln. Aber ich denke mal, das lasse ich dann. Was ich aber machen werde, bevor wir jetzt loslegen mit der Hover-Vessel, beziehungsweise mit unserem Humvee, dass wir noch einen verbesserten Constructor mitnehmen, damit wir gleich dort dann, wo wir uns ansiedeln, auch alles bauen können. Das heißt, dafür brauche ich 2 Computer, 2 Steuergeräte, 10 Metallkomponenten und so weiter und so fort. Den ganzen Kram müssen wir erstmal herstellen. Für die Computer brauchen wir natürlich auch noch allen möglichen Kappes. Schauen wir uns mal an, was der Blueprint hergegeben hat, wie der Humvee aussieht. Ich bin voll gespannt jetzt. So. So. Und Objekt erzeugen. Oh yeah, okay. Schauen wir mal. Da. Oh yeah! Schau dir das an. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn bitte? Die Räder. Alter, Hammer. Ich feier's gerade voll. Wie können wir damit jetzt uns fortbewegen? Ich brauche Energie auf jeden Fall. Muss ich die im Inventar haben, damit die Energiezellen... So, und... Ah, halt, ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn gesehen. Da. Oh yes. Oh. Yeah, buddy. There we go. Los, komm. Komm, jetzt aber. Oh yeah. We are on the way. Wie geil. Gibt es eine Außenansicht?
So, fliegen wir ein bisschen höher. Schwebeabstand. So, 3 Meter. Passt, auf geht's. Oh yeah. Haben wir einen Booster noch? Können wir noch schneller fliegen? Anscheinend nicht. Okay. Ich fliege in die falsche Richtung. Sehr gut. Wir wollen da lang. Gut. Jetzt habe ich die Munitionskiste zwar nicht vollgefüllt. Ich weiß auch gar nicht, welche Munition hier rein muss, aber egal erstmal. Fliegen erstmal, notfalls können wir aussteigen und uns auch noch so verteidigen. Geht auch noch. Geht auch noch. Okay, alles klar. Ich mache mich mal auf den Weg dahin und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn wir dort sind und unsere kleine Außenbasis aufbauen können. Bis gleich. Okay, da wären wir nun. Jetzt schauen wir mal, dass wir hier die Basis hinpacken können. Wir haben auch gleich ein kleines bisschen Besuch hier. Hier ist ein bisschen was los. Aber alles halb so wild. Kriegen wir hin. So, einmal du für ein paar Steine. Wunderbar. Huch, nachladen. Spidey, komm her. Oh ja. So sieht's nämlich aus. Genau so sieht's nämlich aus. So. Ah, Schotter. Super. Das hat mir noch gefehlt. Genau das brauche ich. Manchmal haben die echt wirklich eine große Palette an verschiedenen Erzen mit dabei. Aber manchmal eben auch nicht. So, wir sind jetzt hier genau in diesem Dreieck zwischen den Magnesium, Kobalt und Eisenerz. Beziehungsweise eigentlich fast schon in einem Ring von Kupfer haben wir auch noch. Hier ein paar Strukturen sind da hinten. Hier ist der See. Eigentlich halte ich das für den perfekten Platz, den wir bislang kennen hier auf diesem Planeten. Deswegen würde ich sagen, auf geht's. Halt, nein, hier. Her mit dem Bauplan. Wo haben wir ihn? Da. Objekt erzeugen. Wunderbar. Poink. Oh yeah. Alter, wenn das nicht mal geil aussieht. Juhu. Oh nice. Guck mal, mit Fenstern und so. Flip aus. Okay. Ja, läuft doch die Nummer. Mit einer Tür und allem drum und dran. Ah, guck mal, das hat auch alles schon drin. Ah, Sauerstoffstation. Was ist das? Ach, bitte, schau mal an, wie geil. Oh, ein Food Processor. Ach, wie Hammer. Ich flipp aus. Hier ist der Sauerstofftank. Treibstofftank. Hol ich dich? Ach, das ist, glaube ich, so ein Offline-Protector für einen Multiplayer-Modus. Okay, was haben wir hier drin? Ach, der Generator, voll geil gemacht mit so hinter so einem Gitterstäben. Ja, wie nice ist das Ding denn? Das ist, glaube ich, zur Stabilität, damit es sich einbricht. Und was haben wir hier? Ha, hier kommen wir mit dem Fahrstuhl nach oben, glaube ich. Wie cool ist denn diese Basis, bitte? Also, das ist jetzt gerade mal das Einfachste, was man so bauen kann, aber wie cool ist das denn, bitte? Okay, machen wir Energie, zack, auf geht's. Sauerstoff gleich hier rein. Oh, guck mal, da passen nur 2 rein. Ah, deswegen. Okay. So. Basis. Hä? Fridge? Nee. Ist das die aktuelle Basis hier? Okay. Strom. Wunderbar. Das wäre jetzt eigentlich gerade mal mein bevorzugter Homeplatz. Also nehmen wir mal, machen wir mal das hier. Ah, wie cool. Gleich mit dem Licht dazu. Perfekt. Perfekt. Hier hat es gleich Licht. Jetzt müssen wir natürlich die Farbe dringendst ändern. Das geht gar nicht. Okay, warte mal. Dann können wir mal das in die Frachtkiste hier rüberbringen. So, so. Jetzt Alien-Teile auch. Haben wir auch einen Kühlschrank hier drin? Haben wir auch einen Kühlschrank? Jawohl, 2 sogar. Die ist mal geil durchdacht, die Basis. Gefällt mir. Gefällt mir richtig gut. Oder sind das hier nur so Deko-Dinger? Ich weiß es nicht. Den schauen wir uns, die Nahrungsmittelproduktion schauen wir uns mal ein bisschen später an. Ich würde jetzt ganz gerne mit dem Lift nach oben. Hä? Ach so! Hä? Okay. So geht das also. Und hier oben haben wir ein Geschütz. Ja, optimal.
Dafür brauchen wir Munition jetzt unbedingt. Das hätte ich mal mitnehmen sollen. Ach, so funktioniert das. Also, okay. Pff, ja, gut. Man schwebt einfach nur so hoch und runter bei dem Fahrstuhl. Ohne dass man großartig irgendwas macht mit Springen und Ducken. Munition. Ja, damit brauchen wir erstmal noch ein paar Rohstoffe. Wenn wir angegriffen werden, dann werden wir uns da einfach mal manuell verteidigen zurzeit. Gut. Oh, jetzt bin ich ja total, aus dem Häuschen. Das soll es erstmal für diese Folge wieder gewesen sein. Was ich jetzt machen werde, ich werde jetzt offscreen erstmal wieder ein paar Erze sammeln hier im ganzen Umkreis außenrum, um dann natürlich die ersten Vorbereitungen zu treffen, dass wir diesen Planeten dann auch frühzeitig verlassen können. Wir brauchen noch eine Small Vessel, wir brauchen dann eine Capital Vessel, wir wollen hoch hinaus, wir wollen auf die anderen Planeten gucken, was es da so gibt und uns das ganze Spiel mal ein bisschen weiter anschauen. Okay, alles klar. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst es mich wissen. Wie gesagt, und wie immer, wenn ihr irgendwas sehen wollt, wenn wir irgendwas ändern wollen, irgendwelche Vorschläge habt oder mir irgendwie helfen könnt, immer gerne in die Kommentare. Seid dabei, ich versuche häufig neue Folgen hochzuladen und dann bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Anklicken. Ciao, ciao.